Da wären wir wieder zurück. Therions zweites Kapitel wurde absolviert. Und nun können wir wieder Reisegeplänkel lauschen, können aber natürlich auch wieder aufbrechen, denn ihr habt mir schon geschrieben, ich sollte einen bestimmten Ort aufsuchen. Das werde ich heute auch tun. Nun lauschen wir aber erstmal diesem Geplänkel. Das also ist ein Drachenstein? Nun, er ist wunderschön. Ich hätte nie gedacht, dass ihr religiösen Typen viel auf Edelsteine gebt. Der materielle Wert interessiert mich nicht, wenn ihr das meint, aber ich spüre eine eigenartige Macht in diesen Steinen. Das muss ich so stehen lassen. Auf diesem Gebiet kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn jemand wie ihr sich für schöne Edelsteine interessiert. Aus welchem Grund auch immer. Was meint ihr denn damit? Ich meine, die meisten Mädchen eures Alters tragen noch gerne Broschen und Armreife, oder? Wenn ihr mich fragt, gibt es keinen besseren Platz für Edelsteine als das Handgelenk einer hübschen jungen Dame. Wie ihr eine seid. Wow. Therion! Was ist denn jetzt los? Übelst am Flirten einfach. Also, ihr wollt mich wohl aufziehen, was? Und ich denke, dieses Gespräch ist jetzt vorbei. Ha. Therion. Zeigt sich von einer ganz neuen Seite in diesem Part. Na sowas. Das war unerwartet. Okay. Nun gut. Das war ein Kompliment von Therion. Hey. Interessant. Nun aber geht es wieder zurück nach Edelhof, denn das war genau das, was ihr meintet. Wir sollten uns aber vor allem erstmal ausruhen. Der letzte Bosskampf, ich muss sagen, er war ja wirklich langwierig und ich fand ihn echt unspektakulär. Meine Güte. Also von mir aus darf er gerne kürzer sein, aber dafür halt auch deutlich schwerer. Habe ich nichts dagegen. Aber vielleicht ist das auch eine totale Ausnahme. Ich meine, generell hatten die schon immer ordentlich was drauf. Aber das war schon krass irgendwie. Das hat echt lange gedauert. Ja, tut mir fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Aber natürlich, Bosskämpfe zeige ich in voller Länge. Das ist ja eigentlich klar. Und es gehört auch irgendwo dazu, ne? Ja, es ist immer ein bisschen schade. Aber gut. Wir haben eigentlich nichts großartig Neues bekommen. Aber wir können mal kurz wegen Fertigkeiten gucken, natürlich. Da gibt es durchaus neue Dinge. Zum Beispiel für sie. Ich bin eigentlich fast dafür, dass wir mal die Rast nutzen. Warum nicht? Boah. Ich meine, das kostet ja gar nichts. Ich finde das eigentlich ganz gut. Auf Dauer wird das Ressourcen sparen. Und somit kann ich komplett verschwenderisch bei ihr ja immer sein. Haltung bewahren. Ist der Charakter nicht in der Notlage? Überlebt er alle so ansonsten tödlichen Angriffe mit einem GP? Wow. Das ist cool. Wow, okay. Das macht sich echt gut. Respekt. Ich meine, das ist eine super Fähigkeit, wirklich. Das ist genial. Ah, diese schöne Musik. Also wirklich, Edelhof, diese Umgebung ist traumhaft von der Musik. Wahnsinn. Aber wir sehen uns noch ein bisschen um. Damnation! Dieser verdammte alte Kotz! Wie kann er mich so davonjagen? Und was wollt ihr? Lasst mich in Ruhe! Was ist denn mit dir los? Erstmal gucken, was hat er denn? Aha, 100%, 100%, tut mir leid. Dieser Tag ist noch mieser. Oh, Stärke 3. Wisst ihr was? Probier's aus. Gegen mich kämpfen? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nope. Ah, wieder die schöne Musik. Eine Speerschwäche wahrscheinlich dann. Oh, du hast ja gar nichts auf dem Kasten. Lappen. So. Boah, einmal noch, genau. Dann wird es Zeit für den guten alten Verweiler. Mal zwei vielleicht dann sogar. Jetzt kommen wir direkt wieder dran. Benutz mal die Speerspitze. Zack. Und danach wird es Zeit, Leute, für einen gewaltigen, vollgeboosteten Kreuzschlag. Und das war's mit dir. Das war ein bisschen zu viel des Guten eigentlich. Er war schon im roten Bereich. Aber Overkill, Leute, ich sag's euch. Das ist das Beste. Oh, was sollten wir tun? Oh, wow. Okay. Yay, Zufall ist cool, Leute. Gut, ihr habt mich. Ich gebe auf. Ich sag euch alles. Ja, ich bin derjenige, dem nachgesagt wird, bei den Gräbern auf dem Friedhof rumzulungern. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Aha, na dann. Wisst ihr, der alte Mann, er sei ja, er kommt in die Jahre. Ich wollte ihm helfen, das ist alles.
Aber er ist ein sturer alter Kauz. Schon beim kleinsten Hinweis, dass er alleine nicht mehr klarkommt, wird er wütend. Ich wollte ihm nur helfen, ohne dass er es merkt. Und dann geht er los und beschuldigt jemanden, ein Grabräuber zu sein. Vermutlich habe ich wirklich einen zwielichtigen Eindruck gemacht. Tut mir leid, dass das so aus mir rausplatzt. Das nimmt mich alles sehr mit. Aber jetzt fühle ich mich besser. Ich muss mich wohl bei euch bedanken. Ich denke, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich muss es ihm nur sagen. Der alte Mann soll erfahren, dass ich ihm helfen will. Alles klar. Oha, das Grabhüterabzeichen. Was macht das denn? Ist das zum Ausrüsten gedacht? Ich bin neugierig. Okay, ah doch, da oben. Ach, maximal FP plus 50? What? Oh wow, ist das gut. Okay, das ist krass. Ja, das können doch einige gut gebrauchen. Wow. Bei ihm muss ich eigentlich gar nicht drauf achten, weil er kann es sich immer aufladen. Aber bei dir bin ich einfach noch so ein bisschen... Wisst ihr was? Ja, komm. Ey, wenn Olberic einfach voll austeilen kann, ich mag das. Das ist cool. Gib den Typen ordentlich FP, das braucht er. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ah, und ich glaube, das könnte die Höhle sein. Wobei es hieß Südwesten. Ja gut, ist ja immer noch südwestlich von Edorf. Nur so ganz ein bisschen quasi. Na, was greift uns denn Feines an? Ja, im Prinzip können wir auch fliehen, oder? Na komm, weg mit uns. Jawohl. Erforschen wir lieber die Höhle, die hoffentlich angenehmer ist. Der Schrein des Weisen. Das klingt interessant. Und Tressa hat noch ein bisschen was entdeckt. Was haben wir denn hier? Ein Buch? Hui. Eine Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Elephant, der Gelehrtenkönig. An euch wende ich mich und euch übermittle ich das Wissen des Himmels. Okay. Na dann her damit. Okay. Ihr habt die Gelehrtenklasse als Zweitlaufbahn freigeschaltet. Ah, okay. Endlich, Leute. Ich habe schon fast darauf gewartet. Dummerweise wurde ich auf meinem eigenen Discord-Server gespoilert. Weil ich wusste gar nicht, dass es Zweitklassen gibt. Deswegen ist es nicht ganz so überraschend. Ich wünschte, das wäre jetzt ein Tick überraschender, ehrlich gesagt, für mich. Aber ich bin sehr froh, dass ich nun eine Zweitklasse habe. Und das ist sehr, sehr cool. Wenn ihr auf euren Reisen neue Laufbahnen haltet, geht einfach zum Bildschirm Laufbahn, um sie zu nutzen. Ja, sehr, sehr cool, okay? Ja, dann kann im Prinzip fast jeder die Zweitlaufbahn dazu nehmen, oder? Ist ja einfach nur ein Zusatz, dann... Gelehrte. Ah. Ja, ist natürlich für dich besonders gut. Dann können wir uns auch erstmal Cyrus ein bisschen sparen. Aber ich bin jetzt quasi... Na gut, ich habe ja schon alle Hilfsfertigkeiten. Hier ging es nur um Elfrix aus Pizien, die natürlich krass gut sind. Also die sollte ich schon noch lernen. Das würde allerdings sowieso ein bisschen dauern. Ne? Sollten wir nicht erst eine Klasse meistern? Das ist eine gute Frage. Das hier gibt uns ein bisschen mehr jedenfalls erstmal. Ich denke mal, wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt lass doch mal sehen. Genau, wir sind ja trotzdem, ist ja trotzdem in Zweitklasse. Das heißt ja auch ganz normal so. Ich würde jetzt allerdings auch LBP dann dafür opfern. Das ist interessant, okay. So macht übrigens Analyse an sich als Fähigkeit auch mehr Sinn. Also ich meine, klar, man kann mit Cyrus optionale Schwächen immer wieder mal aufdecken, so. Weil der hat das ja automatisch und so kann man sich bei ihm ein bisschen sparen fast. Aber wir können jetzt im Prinzip natürlich jeden erstmal diese Zweitklasse geben, oder? Oder darf jeder nur einmal... Ach so! Warum ist das gelockt? Ah, okay, wir dürfen wirklich nur einem eine Zweitklasse dann so geben. Interessant. Ist allerdings bei ihr fast am sinnvollsten, denn... Ja, es kommt all ihren wichtigen Werten zugute. Außerdem, es sieht super stylisch aus, mal ganz im Ernst. Hey, Ophelia als Gelehrte macht einen guten Eindruck. Hey, nicht schlecht. Und sie hat ja, glaube ich, hat sie jetzt die Standardtalente, die quasi Cyrus hat, weil so macht natürlich auch Blitz, Schlag und so weiter, das alles macht mehr Sinn. Ach nee, das haben wir wirklich, okay. Interessant. Ja, so können wir uns den wirklich jetzt erstmal sparen eigentlich, obwohl ich Cyrus eigentlich total mag. Also, ich würde ihn eigentlich schon ganz gerne später immer noch mitnehmen und so. Alles zu seiner Zeit. Bleiben wir bei ihr? Ich denke schon, oder? Ich meine, wenn jetzt jemand... eine Lichtschwäche hat, ist das halt immer ein bisschen schwierig bei ihr, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und am Anfang kostet das ja nicht viel.
Deswegen nehme ich mir mal Blitz mit, weil Eis und Feuer wird immer noch ganz gut abgedeckt von vielen. Dann haben wir Wind bei dir. Bei dir wäre es natürlich auch ziemlich cool, ne? Dann haben wir im Prinzip fast alle Magiearten außer halt Licht und Schatten. Auch interessant. Aber ich denke tatsächlich, dass bei ihr erstmal am sinnvollsten ist. Wobei natürlich, also jetzt mit den Zweitklassen, das wird da sicherlich jede Klasse irgendwie geben. Dann wäre natürlich, ich finde für sie tatsächlich Krieger interessant. Ich weiß nicht warum, das liegt glaube ich daran, dass halt dieses Addieren quasi mit dem Übergesund einfach so krass ist. Ich kann mir so gut vorstellen, wenn du noch gut tanken kannst quasi als Krieger. Du bist dann einfach super ausgeglichen, ne? Du hast eine gute Elementarverteidigung und normale physische und kannst dich noch schön hochboosten, quasi einfach über eine Heilung. Das finde ich doch ziemlich interessant. Könnte ich mir auch gut als Strategie vorstellen, dass man zum Beispiel dann erstmal irgendwie mit Tresser gleich boostert, ne, und dann gleich für die ganze Gruppe quasi mit Übergesund später erstmal richtig viel rausholt. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten hier. Da bräuchten wir aber ihre Klasse natürlich. Das wäre interessant. Aber mal gucken. Ja, das mit den Schreinen, also danke für den Hinweis, ne? Das war sowieso absolut überfällig. Ich glaube, ich habe echt lange gebraucht, bis ich meinen ersten Schrein jetzt gefunden habe überhaupt. Das ist natürlich ein Highlight für diesen Part, ganz klar. Weil die sind da, glaube ich, überall in der Welt und ich bin wahrscheinlich ziemlich blind einfach nur. Aber ich muss da wirklich mal mehr drauf achten, dann in Zukunft. Ja, Leute, ich bleib mal... Will ich noch was lernen? Das ist schwierig. An sich, ich lerne mal noch den Schneesturm. Ich meine, das kostet gerade echt nicht so viel. Aber ich finde halt Elfrix Auspizien derart brutal gut, dass ich halt wirklich unbedingt diese Fähigkeit lernen möchte. Weil, wenn man das benutzt, richtig, ja, und der Gegner ist gerade gebrochen, dann muss das absolut sick sein. Ich glaube, das ist somit das krasseste Talent, was es gibt wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wie die anderen Endstufen aussehen hier, aber das alleine ist schon ziemlich krass. Sehr cool. Aber ich habe gar nicht das Design. Ich dachte, man ist dann auch... Man sieht dann auch so aus. Ich meine, hallo? Ich will dieses Design haben. Das sieht voll stylisch aus, Mann. Das gibt's doch nicht. Geht das dann nicht, dass du irgendwie auch so aussiehst? Oder... Och, nö. Oder könnte ich irgendwie Primär- und Zweitklasse auch durchmischen? Nee. Das ist ja schade. Ja, Anfangslaufbahn, Zweitlaufbahn. Hm. Schade. Ich wünschte, sie würde dieses Design annehmen. Das sah nämlich echt cool aus. Aber dann eben nicht. Also oben hatten wir eine Stufe 45 Gebiet, oder? Ich glaube nämlich, das war sehr, sehr, sehr dramatisch. Wir sollten also, glaube ich, wenn wir jetzt zu Primroses Gebiet wollen, über Flammhult nach oben gehen. Beziehungsweise dann müssen wir von der Ebene aus nach unten rennen erstmal. Ist die Frage, was am nächsten ist. Ich glaube sogar fast wirklich direkt von Flammhult aus nach oben ist am besten. Ach ja, zurück zu den Anfängen dieses Let's Plays, denn... Hier waren wir wirklich schon lange nicht mehr. Außerdem könnte man auch hier natürlich mal nachgucken, was man jetzt nicht alles sich extra holen könnte. Alleine das hier ist natürlich cool. Das freut mich einfach ziemlich gerade. Was war eigentlich mit dir? Wir hatten ja auch teilweise noch Quests in dieser weiten Welt. Das war der Vater, der vom Schlachtfeld geflüchtet sein soll. Okay. Ja, wir können auf jeden Fall mal uns ein bisschen was holen. Spricht wenig dagegen, ne? Ah, ein neuer Stab, endlich. Das wurde mal höchste Zeit. Da muss ich dringend mal nachrüsten, so oder so. Ah ja, auch wieder ganz nette Sachen. Friedensbotengewand. Nicht besonders krass, aber... Gut genug erstmal. Wir können auch hier mal nachgucken. Das Geisterschwert, okay, auch nicht schlecht. Aber ich denke, es gibt teilweise schon besseres Equipment hier und da. Müssen wir mal gucken. Die Quarzrute ist jetzt auch nicht besser als das, was wir gerade bekamen. Auf jeden Fall muss ich es gleich mal ausrüsten. Ja, gucken wir uns ruhig ein bisschen um. Es spricht wirklich nichts dagegen, das einfach mal auszunutzen. Erstmal sich durchklauen. Oh. Oh. Hoho. Das sind wieder nette Sachen, aber müssen wir ein bisschen warten. Ah, hier gibt es jetzt auch neue Leute, kann das sein? Mal gucken. Der Kerkerschlüssel. Ah! So kommt man daran, weil der ist ja unschuldig. Das wissen wir ja stimmt ganz am Anfang. Ich habe noch gerätselt, oh Gott, wie kriegt man den Typen da raus? Weil für mich war das ja ein eindeutiger Fall. Direkt schon, ne? Aber jetzt können wir eine Nebenquest erledigen. Sehr schön. Das greifen wir uns auch mal alles.
Was war mit dir? Der hat irgendeine Forschung. Genau, das war der Eisriese Jotu irgendwie. Da müssen wir uns auch nochmal reinfuchsen. Aber das kriegen wir auch. Na gut, erstmal. Das ist eh das Beste so. Nach der langen Reise kehrt Ophelia zurück und erstmal wird sich durchgeklaut, ja. Alles andere ist egal. Wir brauchen euer Equipment. Es geht nicht anders, Leute. Es tut mir so leid. Ja, und da können wir jemanden herausfordern, weil da ist ja wieder ein Haus, was uns offen stehen sollte dann. Oh, das sind auch coole Sachen. Also gut, erstmal klauen und danach herausfordern. Dann gucken wir da mal rein. Das ist immer das Beste. Dafür eignet sich herausfordern ja eigentlich immer. Ich denke mal, das geht schnell genug. Auch mal schön, hier zu kämpfen. Sieht nämlich echt stylisch aus. Ich mag den Ort auch total gerne. Oh, wie putzig. Ist ja herzallerliebst, aber... Wow, das war's auch schon. Armselig. Aber ich erwarte ja auch nichts bei Stufe 1. Aha, wen haben wir denn hier? Diese Stadt ist zu kalt für mich. Ich suche mir lieber einen anderen Ort, um mich niederzulassen. Was bleibt mir übrig? Führen können wir in interessanter Weise nicht. Ein Silberschwert, aha. 100%. Eine Kopfbedeckung und eine Eisenweste. Weißt du, das klaut man ihn einfach so. Ich kann mir das gerade so gut vorstellen. Weil ich meine, wie willst du das eigentlich vernünftig verwahren? Jetzt mal ganz im Ernst, ja. Ich stelle mir das gerade so vor. Die Kopfbedeckung abnehmen, ne. Eisenweste ausgezogen, Silberschwert. Jawohl, alles kein Problem. Wird er niemals bemerken. Never, Leute. Unmöglich. Ah, wir können ihn herausfordern, es geht wahrscheinlich sogar, aber ich lasse es jetzt mal gut sein. So, wir klauen uns erstmal wieder durch. Ob ich den Gefangenen auch beklauen kann, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. So, der Nächste ist dran. Alles muss weg, Leute, alles. Man kann ihn halt echt auch noch beklauen. Mein Gott, ist das mies. Mein Gott, Leute. Bitte, bitte hört mir zu. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ja, 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 ich weiß schon. Ah, komm schon, der Kerkerschlüssel. Bitteschön. Ist das nicht der Schlüssel zu dieser Zelle? Habt ihr vor, mich freizulassen? Jupp, sieht so aus. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich dachte schon, ich käme nie wieder frei. Ein Mörder bin ich nun wirklich nicht. Das schwöre ich bei der heiligen Flamme. Ich fand diesen Mann blutüberströmt vor und wollte ihm nur helfen, aber er atmete nicht mehr. Vermutlich hat mich irgendjemand bei dem Toten gesehen und falsche Schlüsse daraus gezogen. Er schrie Mörder und dann rannte ich davon, ohne nachzudenken, wie das wirken könnte. Ich lief einfach. Tja, das war ein bisschen dämlich. Wisst ihr, mein jüngerer Bruder wird bald heiraten. Nur wegen der Hochzeit bin ich in diese Stadt gekommen. Als er noch ein Kind war, lief ich von zu Hause weg und ließ ihn alleine zurück. Ich fühle mich schuldig bei dem Gedanken, dass er von da an auf sich allein gestellt war. Deshalb musste ich aus dieser Zelle raus. Ich muss es wenigstens zu seiner Hochzeit schaffen, um ihm zu sagen, wie leid mir das alles tut. Ich werde nie vergessen, was ihr heute für mich getan habt, das schwöre ich. Vielen Dank. Nun muss ich gehen. Und dank euch kann ich auch gehen. Mögen die Götter mit euch sein. Und was kriegen wir denn Feines? Eine harte Nuss, jawohl. Das ist das beste Präsent nach so einer Befreiungsaktion. Dafür nimmt man noch alles auf sich, Leute. Für die harte Nuss. So. Ah, Lichtseelensteine. Ja, Seelensteine ist wirklich was Feines. Nimmt man immer gerne mit. Wenn wir schon mal wieder hier sind, können wir gleich noch ein bisschen mehr uns holen. So viel feines Zeugs, Leute. Einfach nur herrlich. Achso, dann wartet mal kurz. Ah, bla bla bla. Erzähl mir keine Story. Ich brauche nur dein Equipment. Hehehehe. Und auch du hier. Werden alle am besten nur zugucken. Ich meine, wie will man das überhaupt richtig auf die Beine stellen hier? Alle gucken nach vorne, weißt du? Geht einfach so dahinter, so mitten in der Rede. La 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 la. Oh, Heilkräuter. Oh, Nüsse. Wahnsinn. Und Hauptsache dem Kleinkind auch noch die Süßigkeiten weggeklaut, weißt du? So richtig, richtig erbarmungslos und dreckig. Oh Gott. Das Beste ist echt, dass einfach Ophelia von der Kirche, dass das unser Hauptcharakter hier ist. Das macht das Ganze irgendwie einfach noch besser gefühlt. Aber hey, das Spiel erlaubt es, also... Wartet mal.
Oh, das geht nicht, okay. Das wäre schon der Gipfel des Unverschämten. Das würde selbst das Kind nochmal toppen, glaube ich. Den Kranken bestohlen. Richtig, richtig asozial. Und der liegt immer noch da rum. Das ist schön in der Kälte, ne? Ja, das ist auf jeden Fall auch eine total gute Aktion. Definitiv kann man so unterstützen. Nur einfach Leute im Schnee liegen lassen bei der Kälte. Was soll da schon schieflaufen? Das ist auf jeden Fall vernünftig. Logisch. Aber wo man gerade kommt, wir haben noch eine neue Hilfsfertigkeit, oder? Können wir nicht die Encounter Rate runterstellen? Oder habe ich das noch nicht gelernt? Doch, das Ausweichmanöver. Was brauche ich nicht? Das hier zum Beispiel. Oder? Ja. Den kann man austauschen gegen das Ausweichmanöver. Sehr schön. Einfach, dass hier nicht so viele Leute kommen. Ich meine, in dem Gebiet waren wir auch schon mal, also bitte. Da sind wir schnell durch und gut ist. Und fordernd werden die Gegner auch nicht sein. I'll do my best. Ah, jetzt hat sie aber das coole Design. Sehr schön. Wie kann ich denn jetzt durch? Achso, gelehrter Fähigkeiten, ist klar. Feuerball wird wahrscheinlich eine Schwäche sein, oder? Ja, ich meine, wir sind in einem Eisgebiet, das ist irgendwo logisch. Auch wenn der eine dagegen irgendwie immun zu sein scheint. Keine Durchschwäche. Wie sieht's damit aus? Oh ja. Hat zwar reingehauen, aber auch keine Schwächen. Interessant. Ja, ich meine, die Dinger sind in 0, nichts erledigt. Aber ich meine, das ist ein neuer Feind dabei, also von daher kann man das schon so machen. Interessant. Bogen? Nö. Auch kein Bogen. Und das hier ist schon gar nicht mehr möglich. Aber egal. Hahaha. Sehr schön, Leute. Ja. Netter kleiner Kampf nebenbei. Aber es geht weiter. Der hohe Norden erwartet uns. Und es wird noch kälter werden für uns. So, den nördlichen Atlasdamm-Ebenen. Sind wir hier denn richtig? Nein, wir sind einen Tick zu weit gegangen. Hier müsste es eine Abzweigung geben. Ich gehe nochmal zurück. Es sah vorhin so aus, als würde es oben durch diesen Nebel durchgehen. Ich glaube, ist das der Weg? Kann das denn sein? Nee. Dann sind wir wirklich falsch abgebogen. Oh. Was ist hier? Nee, erst eine Kiste. Wie eigenartig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann geht das wohl hier entlang. Interessant. Westliche Wildnis von Flammhult. Da waren wir wohl auch noch nicht. Ja. Das wirkt jetzt unbekannt. Wir sind damals relativ zeitnah eigentlich nach Atlasdamm direkt aufgebrochen. Und so dürfen wir ein wenig länger durch den Schnee stolzieren. Oh ja, Leute, kühler Schnee, meine Güte. Aber mittlerweile beruhigt sich die Hitze in Deutschland, ja. Für die, die den Part pünktlich gucken, ne? Weiß ja jeder. Hui. Ja, toben wir uns ein bisschen aus. Das schadet nicht. Putzige Gegner. Die leider keine Messerschwäche und keine Schwertschwäche haben. Meine Güte. Warum passt das nur so verdammt gut zu Ophelia? Ich muss es einfach betonen. Das ist perfekt. Dieses Outfit. Großartig. So. Habt ihr sonst irgendwelche Schwächen? Wir probieren es mal aus. Keine Speerschwäche, traurig. Du hast auch keine Dolchschwäche, wow. So, wir haben ihn irgendwie erledigt. Eisexplosion. Und nochmal ein normaler Angriff, aber das ging daneben. Aber es ist echt schön, dass wir diesen Schrein gefunden haben. Das freut mich. Einfach ein bisschen mehr Flexibilität haben ist immer gut. So, erledigt. Einfach eingekloppt mit dem Stab. Nee, wirklich, es passt so perfekt. Ein Traum. Es wirkt einfach so wenig harmlos im Vergleich. Dieses Kleriker-Outfit ist halt einfach schon wieder zu langweilig. Dieses rein weiß. Meh. 800 gerade mal. Wo sind wir eigentlich? Theoretisch müsste es doch irgendwo nach Norden hier gehen. Weil so erreiche ich noch den falschen Punkt. Was ist hier? Die Raureifgrotte, Gefahrenstufe 25.
Ah, wir wissen, wie die letzte Grotte mit Gefahrenstufe 25 ausging. ja, ne? Ich meine, man könnte es probieren. Ich meine, wir sind noch mal einen Tick besser mittlerweile. Die Frage ist, was erwartet uns? Wahrscheinlich wird es dann wieder ein Boss sein und ob ich dem Boss gewappnet bin, das weiß ich nicht. Ich denke, wir fliehen, Leute. Das ist einfach sinnlos, sich hier großartig rumzuschlagen mit den Feinden. Die geben einfach zu wenig ab. Und es ist auch viel entspannter so für uns. Nun geht es zum Swaki-Weg. Gibt es hier dann einen Pfad nach Norden? Huch! Oh, das ist ja schön. Dieser Übergang, das gefällt mir total gut. Sieht richtig schick aus. Warte, mit dir hier, was ist mit dir los? Gibt hier so viele Kreaturen, die ich noch nie gesehen habe. Es ist mir gelungen, haufenweise Felle klauen und Tower zu sammeln. Schön, dann mal her damit. Oh, ach so. Ah, Leute, das ist der Questgegenstand, den wir brauchen. Cool. Sehr, sehr cool. Und ich hält, mir fällt gerade etwas ein, Leute. Ich habe vergessen, den neuen Stab auszurüsten. Wird natürlich sofort nachgeholt, ist klar. Der ist nämlich um einiges besser. Da hat er ja gerade schon erzählt, aber können wir dich führen? Gift hat er als Fähigkeit, ist aber alles andere als stark, leider. Also durch den Wald, geht das dann nach Norden weiter? Nee. Weltkarte? Es gibt hier noch eine Abzweigung. Das Problem ist halt, würden wir den östlichen Weg gehen für Primrose-Gebiet, müssten wir durch den Stufe 45-Gebiet. Das traue ich mir jetzt absolut nicht zu. Da bräuchten wir schon Glück, um durchzukommen. Hier haben wir aber Schatzkisten bekommen anscheinend irgendwann mal. Aber wir sind ja jetzt hier ganz in der Nähe von Swaki. Ich werde später nochmal hingehen, weil wir haben ja jetzt den Hauer gefunden. Merkt euch das, Leute. Wir haben ihn bekommen für die Nebenquests. Wenn später mal die Frage aufkommen sollte. Man muss also keine Wildschweine beklauen oder sie erledigen mit dem Typen zusammen. Nein, man kriegt das Ding einfach von dem Händler bzw. Jäger, der dort ein bisschen was gesammelt hat. Das heißt, wir werden jetzt erstmal in eine andere Stadt kommen. Eine Stadt, wo wir eigentlich noch gar nicht hin müssen, aber mal sehen, was uns dort erwartet. Wir müssen ja hier jetzt irgendwie nach oben kommen. Dann müsste das der richtige Weg sein. Dieser Wald, überall versperren einen die Bäume die Sicht. Ja, östlicher Victor-School-Weg, das ist der Gefahrenstufe 21, das geht dann mal. Kriegt man hin, ne? Ja. Aber wie war's mit Olberic eigentlich? Musste er nicht in die Nähe von Victor's Cool? Ich meine schon. Ach stimmt, ach doch, dann ist das sogar für dich richtig. Aber es wäre Stufe 27. Andererseits, der letzte Boss war viel zu leicht. Hier geht's nach Stillschwee. Stillschnee, ja. Okay. Das heißt, es gibt hier einen extra Pfad quasi nochmal. Dann gehen wir das doch erstmal dahin. Okay. Interessant. Gefahrenstufe 20. Muss allerdings wirklich vermehrt auf Höhlen achten. Das ist wichtig. Ah ja, und das hier ist schon eher unser Niveau. Weil ich glaube, für Olberic müssen wir noch einen Tick warten. Dann passt das auch. Dann ist das in Ordnung. Und ich sehe schon auf einer Minimap wieder allerlei Dinge. Ich glaube, es lohnt sich erstmal nach Süden zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Hui. Ja. Ganz schön krass verschneit alles. Hier unten gibt es eine Schatzkiste. Kommen wir da überhaupt vernünftig hin? Ja, yeah, wir merken schon an der netten Musik, hier sind wir wohl eher richtig. Oh ja, das ist auch schon eine ganz andere Stärke, die wir uns entgegenbringen. Aber wir können ja ausrasten. Probier erst mal den Passatsturm. Aha, eine Schwäche haben wir schon. Und damit auch den ersten Bruch. Nun, probieren wir es mal damit. Sehr gut. Kann also auch keine Schwertschwäche mehr haben. Und wir probieren natürlich ganz klar unser Glück mit dem Feuerball in diesem Gebiet. Und damit der nächste Bruch. So. Eine Speerschwäche könnte eventuell noch drin sein. Hatte aber keine, okay. Wir können aber durchbrechen. Na dann. Ach, weißt du was? Nee. Du bist eine Flugeinheit. Dachte ich mir nämlich. Das ist meistens so. Ah, ist das schön, Leute. Erstmal schön durchgeboostert.
Und für dich auch nochmal das hier. Bye, bye. Yep, das passt doch. Hier kann man sogar immer noch einigermaßen anständig leveln. Also ein schönes Gebiet haben wir da entdeckt. Jetzt erstmal hier übers Eis schlittern. Und ich sehe eine weitere Höhle, Leute. Die wird mir aber auf der Karte nicht angezeigt, oder? Merkwürdig. Oder ist die... Ah doch, okay, das ist doch von der Skalierung... Oh. Grab des Imperators, Stufe 35. Nein. Nope, nope, nope. Das ist eine ganz schlechte Idee, fürchte ich. Aber was ist da unten? Ah, okay, wartet, wartet, wartet. Das geht immer noch weiter nach oben. Ja, Leute, was ist hier? Gut versteckt. Aha, eine Höhle. Wir müssen von der... Ach, wir müssen drumrum, Moment. Jetzt, das interessiert mich, aber vielleicht finden wir ja noch einen Schrein. Das wäre total cool. Oh, schon wieder wurden wir überrascht. Was soll denn das in letzter Zeit? Ist mir ein bisschen zu viel. Aber das ist echt interessant. Wie sieht es mit dir aus hier? Ah, auch eine Dolchschwäche. Na dann. Erstmal das hier. Wobei, ist Quatsch, wir wissen ja schon, dass die eh keine Feuerschwäche haben können. Hätte ich was anderes ausprobieren können. Wir wissen aber auch, dass sie können gar keine weiteren Elementarschwächen haben. Das ist die einzige. Stimmt. Weil Wind ist hier ganz rechts und wenn da links irgendwas Physisches ist, kann es keine Elementarschwächen natürlich mehr geben. Das wäre dann nur noch irgendwas anderes. Logischerweise. Wir haben auch den Horizontalhieb schon mal probiert. Also das wissen wir auch, dass es nicht geht. Dann, okay, du hast auch keine Schwäche dafür, leider. Wir können bald mal den GP-Dieb noch auspacken. Und du kannst natürlich die gute alte Lumineszenz auch mal probieren, trotz allem. Ich meine, es ist ja guter Schaden. Und Tressa kommt jetzt, denke ich, egal durch. Eben. Ausradiert. Und zwei Aufstiege. Und wir auch wieder ganz gut dastehen, denke ich. Aber hier, Leute, endlich. Wieder ein Top-Secret. Sehr schön. Das macht echt Spaß, wenn das so gut auch versteckt ist. Ja, das Schrein des Flammenträgers. Das könnte Ophelias Schrein dann sein. Das ist ziemlich sicher so, oder? Das muss so sein. Oh, 1700. Krass. Einfach mal so nebenbei. Heftig. Ja, Leute, juhu. Eine Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Elfric Flammenträger. An euch wende ich mich und euch übermittle ich das Wissen des Himmels. Ah, Leute. Kleriker Nummer 2. Yes. Awesome. Ja, cool. Die nächste Klasse. Oh, wer bekommt die? Wer bekommt diese Klasse, hä? Oh, das sieht ja cool aus bei ihr. Voll putzig mit dieser Kapuze. Ich meine, Tressa kann ja auch elementar ein bisschen was machen. So schlecht wäre das jetzt auch nicht. Mal gucken. Er hier als Kleriker, naja. Es würde halt zumindest seine Elementarverteidigung ein bisschen dann ankurbeln, aber auch nicht viel. Ich finde es halt sehr verlockend, eventuell diese Übergesundheit zu kombinieren mit Tank-Eigenschaften. Das, denke ich, ist an sich keine schlechte Idee. Wie sieht es mit Therion aus? Auch nicht die schlechteste Idee, oder? Er kann sich ja selber heilen über den GP-Dieb, könnte so noch andere heilen. Eine Sache, stimmt, mir kommt gerade. Wie ist das denn mit den... Stimmt, weil wir haben jetzt hier nur Stäbe, ne? Das ist eigentlich gar nicht mal so toll, dass sie dann gelehrt ist. Ich glaube, ich werde das irgendwann nochmal wechseln. Das kommt mir jetzt gerade. Das ist eigentlich gar nicht mal so klug. Oh Mann, ich habe das schon so geliebt in den Bravely-Spielen. Mit den Jobklassen, die du so durchwechseln kannst. Oh Gott, das wird so göttlich, Leute. Das ist auch was, da farme ich relativ gerne. Da bin ich schon so ein Spieler. Wenn es sowas ist, dann mache ich das echt gerne. Weil es macht einfach super viel Spaß, wenn du Dinge kombinieren kannst. Er würde also noch mehr abdecken, oder? Ich meine, müsste doch dann einfach Stäbe zusätzlich tragen können. Das wäre schon interessant. Bei ihr aber natürlich dann auch. Ich bin jetzt erstmal für Tressa. Ich glaube, das ist eigentlich ganz nett, oder? Vor allem, sie kann halt einen sich nicht healen. Und sie ist ja sonst eher so eine BP-Spenderin oder so. Sie ist einfach, denke ich, sehr flexibel. Außerdem, das Outfit ist so cool. Mensch, das gefällt mir voll gut. Mit der Kapuze. Ja, tatsächlich. Oh wow. Oh wow, ein provisorischer Stab, lol. Okay. Tatsächlich, sie kann dann Stäbe mittragen. Das ist ja krass. Okay, dann können wir echt irgendwann viel experimentieren. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Boah, ich würde so oft wahrscheinlich noch irgendwas dann nutzen und so. Wir müssen jetzt nur kurz gucken. Zum nächsten Speicherpunkt will ich natürlich schon noch. Mensch, ich bin irgendwie heute voll aufgeregt. Dieser ganze Part ist irgendwie ganz, ganz toll für mich gerade. Ah, hier wäre auch ein Pfad gewesen. Da hätten wir durchgehen können. Ah, und da ist auch der Speicherpunkt. Na, dann sind wir goldrichtig. Dann können wir doch in Primroses Gebiet zunächst mal. Und danach geht es, ja, über Westen weiter zu Alberic. Coole Sache. Oh, ich freue mich voll. Jetzt bin ich richtig neugierig, mehr Schreine zu finden und so. Das wird super. Herrlich, Leute, herrlich. Ein wichtiger Moment, ich sehe schon. Aber der Part ist wieder lange. Aber dafür auch um einiges spannender als der letzte, wo wir einfach nur einen riesen Bosskampf hatten, der halt echt nicht so spektakulär war. Aber Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Octopath Traveler.